Hallo und willkommen zu Albenrevue. Als das Jahr 2018 die Geburt dieser Platte sah, wurde mir schnell deutlich, dass ich mein Album des Jahres gefunden hatte. Es stammt von der türkisch-niederländischen Band Alten Gün. Doch die Faszination dieses Albums reflektiert ein tiefer liegendes Thema, die hochaktuelle, häufig angesprochene Frage, ob denn früher alles besser war und ob die Musik der Gegenwart viel schlechter sei als damals. Und damals meint zumeist die 60er, die 70er und häufig auch die 80er Jahre. Diese Debatte wird gerne geführt und ihre Argumente sind manchmal etwas unfair. Das schlägt sich dann in dem Satz nieder: Du findest, dass die Musik damals besser war, weil du alt bist. Non sequitur. Meine eigene Position ist hierbei in gewohnter Manier unpolarisiert und vielmehr bemüht festzustellen, auf exakt welcher Ebene wir diese Unterhaltung führen. Denn das erscheint hier von besonderer Relevanz. Zu behaupten, dass die generelle Popszene der Gegenwart mit der Musik der 70er Jahre mithalten kann, ist blanker Irrsinn, den man vermutlich in einer Gummizelle durchleben sollte. Doch zu sagen, es gäbe heute keine gute oder interessante Musik, ist noch vielfach irrwitziger und zeugt von geradezu boshafter Ignoranz. In der Tat leben wir heute in einer Kultur, in der ein beachtlicher Abschnitt der populären Musikwelt degeneriert und verkümmert ist. Das mag unter all dem Tinseltown-Glitter nicht so aussehen, doch zu jedem Zeitpunkt demonstriert ein näherer Blick auf die Top-10-Produktionen ein halbtotes Monstrum, das von seinen Produzenten verbittert durch die Manege gepeitscht wird. Für die handelsüblichen Murkser à la Nicki Minaj, Justin Timberlake und Kanye West mögen da noch ein paar Millionchen zusammenzukratzen sein, doch aus den ertragreichen Gärten der Popmusik sind längst Wüsten geworden. Und das bedeutet unter keinen Umständen, dass die heutige Pop- oder Rockmusik gänzlich wertlos wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt großartige Alben, die jedes Jahr erscheinen. Der glamouröse Pathos von Lana Del Rey oder The Archandroid von Janelle Monáe, nur um wenige zu nennen. Und durch den enigmatischen Kamasi Washington kehrt sogar unverdünnter Jazz zurück ins Rampenlicht. Doch all das als gleichwertig mit den 70ern zu setzen, kann man nur dann tun, wenn man absolut keine Vorstellung davon hat, mit welcher unbeschreiblichen Bandbreite und Resonanz die Musik damals in den 70ern aufblühte. Im Sinne einer prägenden Jugendkultur befinden wir uns am Ende einer Ära. Daran besteht kein Zweifel. Das bedeutet aber nicht, dass danach nur ein Vakuum wartet. All das muss nicht negativ bewertet werden. Großartige Musik entsteht heute überall und ohne die Hindernisse einer Top-40-Qualifizierung floriert sie sogar vielerorts. Nur bekommt man die Geniestreiche der Gegenwart nicht von der zynischen Werbeindustrie in den Rachen gerammt. Die versuchen es zwar immer noch, aber eben nur mit dem unoriginellen Hochglanzramsch, den die meisten von uns nicht mit den Fingerspitzen anfassen würden, der aber funktional genug ist, um die Jugend der Gegenwart zu verdummen. Wer heute musikalische Juwelen finden möchte, muss nach ihnen suchen. On von Alten Gün ist das perfekte Beispiel für großartige Musik, auf die man vergeblich in den Mainstream-Kanälen dieser Welt wartet. Obwohl sie letztes Jahr eine Grammy-Nominierung bekamen, aber ich gebe zu, dass Musik- und Filmpreise für mich von nur sehr geringer Bedeutung sind. Alten Gün, zu Deutsch Der Goldene Tag, ist eine Band, die in Amsterdam von dem Bassisten Jasper Verhulst aus der Taufe gehoben wurde. Das Ziel bestand darin, eine Band zu gründen, die sich in eine, zumindest bei uns, wenig bekannte Musiksphäre vertieft und diese gänzlich verjüngt. Dazu begeben wir uns in die Türkei der Vergangenheit. Die Rede ist dabei einerseits von dem sogenannten Türkü-Sound, der schwungvollen, energetischen Volksmusik der 50er und 60er Jahre, vordergründig mit einer Saz gespielt. Die Rede ist aber auch von Arabesk, einer Stilrichtung, die sich melodisch an der Musik Arabiens orientiert. Und die Rede ist aber vor allem auch von dem sogenannten Anadolu-Rock, dem türkischen Psychedelic Sound der 70er Jahre, vor allem geprägt durch die Schlüsselfigur jener Musik damals, Erkin Koray.
Alten Gün ist eine neuartige Fortsetzung dieses Genres, doch eben zeitgemäß gepaart mit groovenden Funk-Elementen und Spuren von Disco. Okay, Funk und Disco als zeitgemäß zu bezeichnen, lässt vermuten, dass ich an Umnachtungen leide. Doch heute ist eben eine Ära, die von Überlagerungen aus Stilen geprägt ist. Hierbei entstand einer der großartigsten Sounds, die ich in den letzten Jahren gehört habe. In der ersten Besetzung der Band kam der Gitarrist Ben Ryder dazu, der Schlagzeuger Nick Mauskovic und die Sängerin Merv Dajdemir. Doch der zentrale Mosaikstein dieses faszinierenden Gebildes ist der Sänger, Keyboarder und Sass-Spieler Erdinç Ecevit Yildiz. Erdinç gilt als extrem scheu und bei diversen Radio- und TV-Auftritten ist er stets darum bemüht, aus Interviewsituationen herauszukommen, ohne auch nur einmal gesprochen zu haben. Das überlässt er lieber den anderen in der Band. Doch sieht man Alten Gün auf der Bühne, so wird doch deutlich, dass er der Band ihre Identität gibt und die wirklich unersetzliche Gestalt in der Mitte der Gruppe ist. Er ist der Mann in der Mitte des Geschehens und der kreative Leader. On lässt sich auf verschiedene Arten rezipieren. Einmal ist es eine Tanzmusik, die nur so vom musikalischen Funken sprüht. Hier werden großartig die Elemente von Funk und Disco zu einem betörenden orientalischen Sound vereint, der absolut süchtig macht. Doch man kann auch tiefer gehen in den Kaninchenbau, denn dieses Album ist zugleich die Aufarbeitung einer musikalischen Welt, die uns hier eher unbekannt ist, die aber einen langen Bestand hat. Die Songs auf diesem Album sind keine Originalkompositionen der Band, sondern Melodien und Lieder aus Istanbul, kreiert in den 50ern und 60ern von legendären Künstlern wie Neşet Ertaş, oder es sind traditionelle Melodien, deren Urheber im Schatten der Geschichte verschwunden sind. Von einer simplen Coverversion kann hier allerdings nicht die Rede sein. Alten Gün greift diese Lieder auf und verwandelt sie in eine sagenhafte Mischung aus funkigen Beats und Grooves und erschafft damit eines der charmantesten Alben der Neuzeit. Hier begegnet sich Tradition und Moderne in einer fantastischen Balance. Die verzerrte Fuzzy Sass von Erdinç Yildiz und der jazzige Surfrock-Sound von Ben Ryder und die funky Grooves von Jasper Wörhölst vermengen sich zu einem zeitlosen, extrem energetischen Sound. An den Percussions findet man den energetischen Gino Groeneveld, der seit Jahren Teil der Rhythmusabteilung innerhalb der großartigen niederländischen Afrobeat-Band Jungle by Night ist, über die ich vielleicht auch mal eine Album-Revue machen sollte. Dieses Album ist eine Empfehlung von mir an all jene, die mal ganz andere musikalische Passagen betreten möchten. Was für ein großartiges Debütalbum. Die Platte erscheint auf Bongo Joe, einem großartigen Label aus Genf. Natürlich gibt es diese LP auch in allen anderen Medienformen, die ihr so benutzt. Das muss ich hier nicht ausbreiten. Ich bewerte dieses Album mit 5 Sterne Ultra. Wie gesagt, für mich das beste Album 2018. Ein Meisterwerk und Meilenstein. Umso schockierender, dass es sich hierbei um das Debütalbum einer Band handelt. Wow. Das war On von Alten Gün aus dem Jahr 2018, erschienen auf Le Disque Bongo Joe. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.